Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Tryhard. Ihr habt es euch gewünscht oder relativ viele von euch wollten mal sehen, wie ich Callister spiele. Also packe ich sie jetzt hier aus im Tryhard-Format. Ich muss noch ganz schnell den Ficker hier binden. Und ja, ich habe jetzt Callister in der Vergangenheit ab und zu mal gespielt. Immer noch nicht häufig, aber auf jeden Fall mehr als sonst. Ich bin eigentlich wirklich überhaupt kein Callister-Spieler. Aber dachte mir, erstens, sie ist super stark. Zweitens, Kutscher will, dass ich sie spiele. Und drittens, ihr wollt auch, dass ich sie spiele. Also habe ich sie einfach mal ausgepackt und gucken wir mal, wie das Ganze so läuft. Wir kriegen Gromp, das ist schon mal nice. Wir haben Blitzcrank gegen Kog'Maw-Jana. Ich glaube, da könnte Blitzcrank ziemlich geil sein, weil die halt übertrieben immobil sind. Wenn der jetzt nicht scheiße ist, der Blitzcrank, können wir da, glaube ich, ordentlich die Plays machen. Oh, der hat einen Coin, okay. Und das müsste reichen. Er hat keine XP bekommen. Das ist unlucky, aber ist auch nicht so tragisch. Wir müssen auf jeden Fall Early Game versuchen, die halt richtig hart zu punishen. Das, also, ich weiß nicht, ob Blitzcrank so ein geiler Pick, so ein geiler Pick ist, denn auf der einen Seite, klar, er kann hooken, auf der anderen Seite aber kann er mit meiner W nicht so viel anfangen. Er sollte einfach Aggro spielen jetzt, oder? Einfach versuche jetzt schon zu hooken. Okay, ja, er ist nicht Level 2, aber ich bin Level 2. Wir outscalen die halt trotzdem, beziehungsweise wir sind jetzt stärker. Aber wir können auch warten, bis er Level 2 ist, das ist jetzt nicht so tragisch, wobei die halt früher Level 2 werden als er. Weil die halt da reingepusht haben. Okay, so, den braucht er noch, dann ist er 2. Geh mal rein, Minion. Go. Trau dich was. Knock up. Guck. Oh, not bad. Aha. Ja gut, wenn wir eine Janna hooken, ist natürlich klar, dass man gegen den Kog'Maw nicht unbedingt gewinnt. Aber der Trade war trotzdem jetzt nicht so bad. Er hat geheilt und die Janna hat geflasht. Hat er ignited? Er hat ignited. Na, ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Das Exhaust hat mich aber gerade ziemlich gekillt. Ich dachte mir so, hä, warum greife ich denn nicht an? Aber es war einfach das fucking Exhaust. Also wenn er jetzt nochmal einen Hook trifft, ich glaube, das ist... Hier, die ist tot, die ist tot. Den haben wir auch. Ja, nice. Also Callister ist im Early Game auf jeden Fall alles andere als schwach. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Schön Double Kill für uns. War jetzt nicht unbedingt perfekt ausgeführt. Wir hätten da auch vorhin schon was machen können. Aber, joa. Läuft, würde ich mal sagen. Schöner Start. Muss aber auch sein, ne? Gegen Kog'Maw muss so ein Start halt her. Weil sonst bist du einfach komplett am Arsch. Müssen wir die nächste Wave noch pushen? Ah, die ist genau hier. Ne, passt. Wobei, die freest ein bisschen. Ah. Ist aber nicht so tragisch, würde ich jetzt mal behaupten. Ist nicht so schlimm. Ich gehe auf den Rekursivpunkt zuerst. Ich bin mir jetzt 100% nicht sicher, was der krasseste Itembuild auf Callister ist. Weil ich persönlich mache Itembuilds immer sehr nach dem Gefühl und merke einfach nach 10, 20 Spielen, okay, das ist geil, das ist geil, das ist nicht geil. Und das habe ich halt bei Callister nicht. Dementsprechend gehe ich jetzt so ein bisschen ins Bauchgefühl rein. Und falls jetzt hier irgendwie 1000 Games Callister Mains dabei sind. Oh, was ist los? Alles gut? Lag, hallo, Mama? Okay, es geht wieder. Dann könnt ihr mir gerne auch sagen, bau das, bau das, bau das. Und ich kann dann mit euch diskutieren oder sagen, yo, das ist geil, nehme ich in Zukunft so. Aber jetzt mache ich es erstmal so, wie ich denke, dass es richtig ist. Und deswegen habe ich mir den Rekursivbogen zuerst geholt, weil ich brauche gegen die Comp, auf der Botlane zumindest, auf jeden Fall jetzt keinen Vamp-Scepter. Also ich brauche keinen Sustain-Grad. Und das Coole am Rekursivbogen ist halt, dass es dir auch diesen 10 On-Hit-Damage gibt, die nicht reduziert werden durch die Pässe von Callister. Also ich denke mal, das ist in der Theorie relativ nice. Ich würde auf jeden Fall Blade of the Wind King trotzdem rushen. Ich sehe da gerade nicht so wirklich eine Alternative in der momentanen Meta. Gibt ja immer noch die Leute, die Vamp-Scepter und dann direkt in Hurricane gehen. Finde ich auch okay. Aber mir persönlich gefällt das ein bisschen besser so. Boah, das ist eine gute Idee. Ich schicke auch mal meinen Geist los. Bin 5 Farm vorn. Jetzt ein schöner Hook. Alter, das ist einfach nur so dumm. Callister ist so ein dummer Champion, Mann. Callister ist so komplett dumm. Aber gut, er ist halt Kog'Maw, ne? Er muss bestraft werden. Wer Kog'Maw spielt, muss leiden. Das kennen wir aus meinen Kog'Maw Games. Also muss der Gegner Gleiches tun. Jetzt wartet er hier. Jawohl, chill hier, Blitzcrank. Das wäre richtig süß. Da ist ein Pink Ward, den machst du noch schnell weg und dann chill hier. Ach so, ich soll mitkommen. Okay. Oh, ob das so gut geht. Huxi! Huxi! Oh, Trip! Oh, ich muss aufpassen. Das war close, aber ich bin safe.
Ja, gutes Game, würde ich mal sagen. Gutes Game auf jeden Fall. Eieiei. 5-0. Absolut. Ich habe euch halt nur verarscht, ne? In Wirklichkeit. Ich habe so einen zweiten Account, da mache ich nichts außer Callister spielen. Da bin ich der übelste, das übelste Callister One-Trick-Pony. Und ich habe jetzt nur auf genau diesen Moment gewartet, um euch allen zu zeigen, was für ein Callister-Gott ich bin. Aber im Endeffekt, nee, das Blitz. Aber in Wirklichkeit bin ich halt einfach Callister One-Trick. Aber nee, ich sag euch mal so, wahrscheinlich jeder von euch, der Callister schon mal gespielt hat und der mindestens Platin ist, würde jetzt auch 5-0 stehen. Also ich mache halt nichts gerade, das macht alles der Blitzcrank. Er trifft halt, das ist halt, er trifft einen Hook, ist tot, er trifft keinen Hook, ist nicht tot. Ich mache halt nur meinen Job, ich mache rechtsklicke, ich mache nichts. So gut, das war jetzt nicht schlecht hier gerade, das war nicht schlecht gemacht von mir, da so ein bisschen zu kiten, dann nochmal einen Autotech nochmal wegzuflashen. Das war okay, aber ansonsten, ich Autotech halt nur. Guck, wie laufen die anderen Lanes so. Gar nicht mal so gut, ne? Wir haben einfach 6-0 Botlane und steht 3-8. Eieiei, da müssen wir wohl ein bisschen die Carry-Schuhe auspacken. Kogma hat, er hat schon Schuhe. Das könnte gefährlich werden, muss ich sagen. Ach, Blitzcrank, du bist schon so ein bisschen gemein, oder? Aber das gefällt mir. Das gefällt mir. Und, Hockey. Und, ach, das ist doch unfair. Das ist doch nicht fair. Aber es macht Spaß. Unfair zu sein macht Spaß. Ey, stellt euch mal vor, wie Callister einfach war, bevor sie so 20 Mal genervt wurde. Da war sie einfach so in mal 10. Eieiei. Jetzt habe ich auch noch Ult. Ja, aber wie gesagt, man muss halt sehen. Man muss den Leuten beibringen, was passiert, wenn man Kog'Maw pickt. Ich lasse den Tower mal noch am Leben, damit die einfach noch weniger Farm kriegen. Weil, würde ich den Tower jetzt machen, dann könnten wir einfach safe am T2-Turret stehen. Wir müssten uns hier hinbewegen und da könnten immer irgendjemand durch den Jungle kommen und uns ficken. Aber so müssen die immer zum Turret oder verpassen halt Farm, was halt übel nice ist. Der Blitzkrieg, der ist schon wieder heiß. Oh, close. Egal, wir bleiben trotzdem, oder? Ja, komm, go. Go, Brudi! Und rein! Nein! Oh fuck, das sind wir lieber. Mama! Nein! Ah, schade! Aber ich habe ihn noch mitgenommen! Das war rough. So. Jetzt glaube ich, hat der Volley-Berat gemerkt, die Botlane, die verliert ja. Und jetzt kommt er, glaube ich, vielleicht auch mal ein bisschen Botlane. Aber das ist das Ding, ne? Ich stehe 6-0, 7-1 stehe ich, sorry, 7-1. Also ich bin mir zu 90% sicher, dass ich von dem Volley-Bär, der 0-0-4 steht, trotzdem aufs Maul kriegen würde. Deswegen sollten wir jetzt trotzdem versuchen, wenigstens ein bisschen safe zu spielen. Sag mal so, bis ich noch ein Item habe. Ich glaube, dann kann ich anfangen, auch den Volleyball zu rasieren. Das ist ein AD-Ken. Der Rush Sterax. What the fuck? Das habe ich noch nie gesehen. Ist, glaube ich, auch nicht gut. Aber ja, können jetzt einfach... Im Prinzip, wir können so spielen wie auch zuvor, nur halt nicht hier diven, sondern eben nur hier diven. Ich glaube, dann sind wir trotzdem gut dabei. Eieiei, okay. Wir können auch einfach pushen. Ich glaube, das ist fast eine bessere Idee. Pushen und dann Mitte rotieren. Das ist noch besser. So, guck mal, der Arme. Oh, der traut sich nicht mal. Er tut mir leid. Ja, er verliert nochmal ein paar CS. Ach, wir sind so gemein, ey. Wir sind so gemein, holy shit. Aber es ist halt LOL, ne? In LOL siegt der Gemeinere. Aber geht down. Boah, die sind gerade beide gestorben. Wir müssen halt echt hart carry, ne? Er steht 7-12, obwohl wir 8-2 sind. Naja, ich weiß nicht. Toplane 30. Ah ne, Toplane ist Jungle, never mind. Was ist denn da? Hau rein. Okay, never mind. Ich glaube, der macht mir doch. Wenn Blitzcrank da ist, dann tut er mir, glaube ich, nichts. Und noch ein Red Buff mitgesnackt. Jawohl. So mag ich das, ne? So mag ich meine Games. Schön 8-1 mit Red Buff in der Midlane, 11. Minute. Push Tower denn. Ne, Push LeBlanc. Hook LeBlanc. Hook. Schön. Minion secured. Danke. Was hat die denn? Ich hätte ein bisschen.
gegen das Team muss ich mir auf jeden Fall früh einen Hexdrinker holen. Ich gehe jetzt noch auf Runas und dann auf Hex. Oder gehe ich jetzt schon Hexdrinker? Ich brauche ja eigentlich gerade den Wave Clear nicht, ne? Ich glaube, ich gehe direkt auf Hexdrinker. Einfach nur damit ich halt Ham gehen kann, wie ich Bock habe. Aua. Ja. Ja. Oh! Oh, die Schild, dann Lucky! Aber genau deswegen sollte ich wahrscheinlich Hextrinker gehen, weil die LeBlanc habe ich natürlich trotzdem One-Shot. Ich habe halt auch alles kassiert, was man kassieren kann. Also ich habe halt Q, Ult, W, E, alles ins Maul bekommen. Nice. Aber ja. Ich sollte trotzdem wahrscheinlich nicht zu übermütig spielen, sagen wir es mal so. Bisschen Safeness muss auch noch drin sein. Kann ich den überhaupt killen? Oh, das ist ein sicker Skin, Alter. Welcher Skin ist denn das? Der sieht ja mal mega nice aus. Den kann ich, glaube ich... Kann ich den 1v1? Ich weiß nicht. Ich müsste ihn 1v1 können, oder? Ich kann das voll nicht einschätzen. Das ist halt auch der Nachteil. Ich spiele so selten Kalista, ich kann das echt nicht einschätzen. Er ist gleich da. Okay, go, 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 go. Oh, er war nicht im Range. Nein, der Minion. Unlucky. Ja, dann pushen wir halt. I don't care. Ich will keinen Speer. Was? Können wir diven? Können wir diven? Der ist ja schon tanky, ne? 1600 Leben. Das heißt, mehr Wendstacks für mich. Nein, warte doch. Warte doch. Oh, Junge, was machst du denn? Alter. Oh mein Gott. Was macht denn der Rammus? Was war denn das? Weil den haben wir trotzdem. Ich meine den... Okay. Das war safe, sag ich mal. Aber holy shit. Ah, ja, ja, das war nicht so worth. Aber das meine ich halt so. Selbst wenn du mit Kalista... Also du kannst halt... Es ist irgendwie so, wenn du mit Kalista gut im Game bist. Du kannst halt, wenn du ein Team hast, extrem gut im Team carryen so. Aber du kannst nicht 1v9, glaube ich, mit Kalista. Oder vielleicht bin ich einfach nur zu schlecht auf Kalista. Aber ich habe das Gefühl so, wenn ich mit Lucian... Wenn ich jetzt mit Lucian so fett wäre, hätte ich es leichter, glaube ich, zu carryen, als wenn ich mit Kalista so fett wäre. Oder? Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach keine gute Kalista bin. Aber mal gucken, das Game sollten wir trotzdem haben. Bin 9-3, habe jetzt ein bisschen reingefeedet. Habe ich zwei Shutdowns abgegeben? Nee, ich habe nur einen Shutdown abgegeben. Aber die haben halt fast full AP. Und dementsprechend wird der Maw mich auf jeden Fall richtig gut saven können. Upp. Oh, Rammus, was machst du denn schon wieder? Verpiss dich! Ich will da nicht lang. Ich sterbe, wenn ich... Nein, 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 ich besterbe. Ich kann dir nicht helfen. Vollidiot, Alter. So, was machen wir jetzt, ist die Frage. Können die jetzt fahren, bis ich meinen Runans habe? Nein. 800 Runans. Bitte hoch. Alter, wir kochen. Switch. Oh, gut da, Boys. Nice, aber nice. Okay. Okay, Rammus ist nicht da, schon läuft's. Der ist mental. Stimmt, der Kokos hat ja eigentlich die letzten 10 Minuten gemacht. Der hat nur gefarmt. Der ist immer noch 2 Level hinter mir. Aber er hat seinen Jinsus fertig. Er könnte mich wahrscheinlich jetzt sogar 1v1, ohne Witz. Aber wobei. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich würde ihn zumindest nicht komplett ficken, glaube ich. Gucken. On my way. Den müssten wir haben, auf jeden Fall. Wenn der Rammus nicht wieder komplett rein. Oh, Red Buff ist wichtiger. Red Buff ist leider ein bisschen wichtiger, muss ich sagen. Wahrscheinlich auch mehr wert als der Kog'Maw gerade. Aber der müsste trotzdem tot sein. Okay, Rammus macht ein bisschen Damage. Alter. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Aua. Ich kann mit meiner Passive nicht seine Passive wegkiten. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder finde ich jetzt direkt meinen Maw? Ich will irgendwie direkt meinen Maw fertig. Ich glaube, ich mache meinen Maw fertig direkt. To be honest. Weil den Wave Clear brauche ich halt gerade wirklich nicht. Ich habe viel zu viel Angst vor The Long Ken irgendwie. Naja. Oh nein, ich bin tot. Ich überlebe? Nein, als ob ich das überlebe. Holy shit. Aber er ist tot.
Überall, wo Ramos ist, sterben Menschen. Was ist das? Bitte geh AFK, Ramos. Tu uns allen den Gefallen. Ja, aber what the fuck? Ich gehe auf jeden Fall auf Maw. Bei Runans ist es halt eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube, der Maw ist wichtiger. Oder? Ist er das? Sag einfach mal ja. I'm AFK. WTF, man. Chill. Easy game. So. Ein Dreierschuh brauche ich auch noch, ne? Ja, ich gehe jetzt nicht so auf Schuhe und dann mache ich Runans fertig. Dauert zwar jetzt noch ein bisschen 2000 Gold, aber ich glaube, das ist besser. Jetzt 90 mehr zu haben, ist, glaube ich, ganz gut gegen das Team. Ich meine, klar, Ken geht auf AD, warum auch immer. Aber er macht halt trotzdem viel Magic Damage, genauso Kog'Ma, LeBlanc. Ich glaube, selbst Volibear macht W-Magic Damage. Oder macht er W-Magic Damage? Ich weiß gar nicht, aber der Ult macht auf jeden Fall Magic Damage. Er ist wirklich AFK. Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Blitzcrank. Was ist denn falsch mit dir? Alter, was ist denn falsch mit dir, Junge? Wir ficken die Lane komplett weg. Das Team macht halt alles, was man in Solo Queue als Team macht, so. Und zwar Scheiße bauen. Und dann gehst du AFK. Junge, hast du jemals Solo Queue gespielt? Was bist du denn für eine Memme? Dude, play. Was ist denn bei dem falsch? Wow. One more time. Alter. Go top. Ja, alle top gehen. Go top all. Nein. Nein. Ramos böse. Top. Na, 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 na. Oh, hi. Oh, hat er mich gerade gekrittet? Ja, Seal, wow. Er hat mit 20% Crit gekrittet aus 200 Attacks. Nice. Nice game, Rito. Team, 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 bitte, bitte, bitte. Bin safe. Safe as fuck. Ja, easy. Also, der Maw war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, sage ich da. Ohne den Maw wäre ich jetzt dezent im Arsch. Wann nehme ich Attack Speed Schuhe? Ich probiere mal Attack Speed Schuhe aus. Habe ich noch nie gemacht auf Kalista. Seitdem man Dreier-Schuhe baut. Aber ich will es mal ausprobieren. Ja, also es war nicht close, muss ich sagen. Das war relativ eindeutig, dass ich da, ja, war's. Dragon Bot, ja. Das ist, ja, ist halt wirklich ein Free-Win. Wenn wir jetzt nicht wieder in ich mache alles alleine und wir verfolgen Ramos und Sterben-Modus verfallen, dann müsste das Game halt wirklich ein Easy-Win sein. Push jetzt noch kurz die Botlane aus, dann mache ich Dragon mit meinem Team. Wow, mein E ist auf Kira und ich hasse mein Leben. So. Aber ihr seht halt, wie bedroht ich trotzdem bin, obwohl ich 11 fucking Kills habe. Aber der Ken, der ist echt, also der Item-Build, der scheint mir gar nicht mal so kacke zu sein. Ich weiß nicht. Vielleicht ist das jetzt auch nur, weil er relativ fett ist, wobei so fett ist er halt gar nicht. Aber irgendwie macht er mich schon ziemlich so. Wobei wahrscheinlich ein Full AP-Ken mich gekillt hätte. Wahrscheinlich. Hm, mal gucken. Wenn er mir jetzt weiter so, so Bedrohungen an... Deutsch, Moment. Wenn er jetzt weiter mir so viel... Oh nein, 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 Taunty, Taunty. Ich kann mich bewegen. Ich konnte mich nicht bewegen. What the fuck? Wovon wurde ich denn gerade CC'd? Jetzt war ich, der nicht gegroupt habe. Und ich bin zu Ramos gegangen. Ich bin zu Ramos gegangen. Warum folge ich diesem Todesengel? Da, guckt ihn euch an, die Kastanie, Mann. Er verbreitet nur Leid, Schrecken und Tod. Hä, hey, aber warum konnte ich mich da gerade nicht bewegen? Wahrscheinlich war es irgendein offensichtlicher CC, aber... War es eine Kette von LeBlanc? Aber da war keine Animation. Das war irritierend. Oh, die Shit, Mann. Ich laufe jetzt nur noch dem... wem laufe ich jetzt hinterher? Ich laufe jetzt nur noch Blitzcrank hinterher. Der Junge, der ist gut dabei und der kann mich protecten. Nicht so wie der Ramos. Der mich jedes Mal tot baitet. Ich bin, glaube ich, echt schon zweimal gestorben wegen dem scheiß Ramos, Mann.
Ladidu. So, wir haben jetzt alle die zwei Türme. Ja, wir können jetzt. Können eigentlich echt. Lass Baron machen. Go, go, go. Ja, ja. LeBlanc geht Base. Guck mal, Spot. Lass einfach Baron machen. Go. Einfach Baron. Free. Free Baron. Oder wir baiten halt nur. Wir können echt machen. Wenn jemand kommt, fighten wir einfach. Wir sind so ahead. Die kommen schon mal. Aber wir haben ihn safe. Wir haben ihn safe. Wir haben ihn safe. Wir haben ihn safe. Ich mach bei 1000. Ich gehe auf jeden Fall sicher. Oh mein Gott, das war sogar close, glaube ich. Wow. Ich mache echt kein Damage. Die habe ich. Können wir noch weiter chasen? Ich bin nicht schnell genug. Oh, das ist slow! Ist so lang! Ich will ihn ulten. Bin ich in Range? Geh rein, mein Sohn. Warum denn offen? Alter, der Torn geht einfach 6 Jahre. Und tschüss. Also, Kalista, die gefällt mir doch ganz gut, wenn man eine hält, das muss ich sagen. Können wir finishen? Nee. Lol. Aber wir sind jetzt in der 23. Minute, holy shit. Okay. Können wir finishen? Ich überlege fast, ganz ehrlich, ich überlege gerade fast nicht auf Runans zu gehen. Ich überlege einfach auf Phantom Dancer oder so ein Shit zu gehen. Ich glaube, ich mach das echt mal. Ich probiere das mal aus. Oh. Seht ihr der klassische Throw? Und zack! Too strong for you. Oh! Oh. Oh, was macht er? Was machst du? Uns einen Kill besorgen. Ich weiß dein Opfer sehr zu schätzen. Oh nein, ich hab hier gehabt. Es tut mir doch leid. Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen, dass du so low bist. Aua. Komm her, Whisky. Aua. Da hab ich wieder weggekrittet, Mann. Dieses scheiß Kürzturm, weh. Okay, gehe ich jetzt auf Runa? Ja, ich will mal was anderes ausprobieren, oder? Schöne Team-Boss. Ja, Phantom Dancer könnte halt gegen das Team echt ganz cool sein. Probier mal Phantom Dancer. Hat doch die meisten Attack-Speed-Punkte, also da kann man argumentieren. Ja, bringt ja meistens Attack-Speed. So. Aber was mache ich jetzt mit dem Ding? Why not? Oder ich gehe einfach trotzdem. Ich gehe einfach trotzdem noch auf Runan. So. Bester Kalista-Item-Build. 10 AD gefühlt, aber Attack-Speed on Mars. Das ist der Möchtegern, guck mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie mobil ich bin. Probieren wir einfach mal. Wahrscheinlich wäre jetzt anstatt. Das wäre jetzt gut gewesen. Wahrscheinlich ein Last Whisper wäre. Obwohl der Wolli, wäre ganz ehrlich, der interessiert mich halt eigentlich. Also er interessiert mich schon, weil ich ihm Damage mache, aber ein Item investieren, nur damit ich im Wolli mehr Damage mache, ist glaube ich nicht worth. Ich werde jetzt als nächstes dann noch ein Death-Item bauen. Oder Black Cleaver könnte ganz geil sein. Ich glaube, Black Cleaver ist ganz cool. Weil es macht mich tankier und gleichzeitig mache ich auch mehr Damage. Aber wir sollten da jetzt nicht wieder groupen und sterben. Der klassische Midlane Zzzward Push. Alter, ich bin ordentlich mobil. Und Kog'Maw ist ordentlich tot. Lass dich langsam sterben, Kog'Maw, keine Sorge. Alter, der macht aber ordentlich Damage mit seinem Scheißding, ey. Ich kann ihn nicht dodgen. Warum habe ich ihn gerade so langsam? Ey, kann es sein, dass Kalista immer noch mega buggy ist oder bin ich einfach nur dumm? Ich bin doch gerade super langsam gesprungen, oder nicht? Das ist doch nicht der normale Kalista-Sprung. Okay. Die Viecher sind richtig useful. Die sind richtig useful. Die kommen nicht mal an den Tower ran, Mann. Schönes Placement auf jeden Fall. Nein, 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 Team. Ich hasse mein Leben. Ich krieg nur aufs Maul. Ich bin 17-6. Und ich mache nichts in dem Scheiß-Game, Mann! Wie belastend ist denn das? Gut, könnte jetzt eventuell auch am Item-Bild liegen. Aber ich blame einfach lieber Riot. Riot Games. So. Wir haben die geaced und ich habe ungefähr 10 Damage gemacht. Useful! Aber es reicht. Easy Win, würde ich sagen. Ist jetzt im Endeffekt wahrscheinlich doch nicht so tryhard gewesen, einfach nur, weil ich halt alles zerkloppt habe. Aber
Muss auch mal sein. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt einfach Callister nenne oder Tryhard oder... Ihr wisst es auf jeden Fall. Videos. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Callister, also doch nicht so scheiße. Zumindest für mich. Ich werde sie wahrscheinlich öfter spielen. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, Kutscher möchte gerne, dass ich sie spiele. Wir gucken kurz noch auf den Damage. Also würde mich wundern, wenn ich den meisten Damage habe. Und alles klar, haut rein. Ich habe den meisten Damage. Ich bin fertig mit der Welt. Tschüss.